Ja, hallo erstmal. Ich bin's. Ich bin's, euer Präsident. So, im letzten Stream hast du gesagt, zwei Spiele sind es noch in der Gruppenphase. Korrekt. Vorkollege, aber krass. Porto gegen die Bayern. Ja, und der Porto braucht einen Sieg, um den Aufstieg zu schaffen, eventuell. Oder schafft der Aufstieg dann? Mal gucken. Eins, zwei, drei. Genau, wenn der Porto gewinnt, ist der Marseille nicht aufgestiegen. Brummt ganz schön das Handy da, wo das liegt. Ja. Was Und mir. für der River Plate, der nächste Spiel geht dann um den Abstieg. Oh Scheiße. Das heißt, die Bayern ist Marsch. fix weiter schon. Was ich noch in eigener Sache, ohne dass ich jetzt. Na gut, wir können es ehrlich eh schon verraten, weil es ist ja schon on eigentlich. Haben wir schon mal darüber geredet? In FIFA eigentlich? Über? Warum? In FIFA noch nicht mal. Ja, wenn ich schon die Pappen aufgerissen habe, können wir es gleich ankündigen. Ist, kommt eh eigentlich erst in FIFA 18 zum Tragen wahrscheinlich. Bin ziemlich versichert. Die Bühne gehört dir, weil das war ja unter anderem deine Idee. Na super. Genau. Bin ja. Genau. Ups. Das war's davor. Na, wir haben ein Forum gemacht, wo jetzt vor allem mehr über FIFA drin ist. Auch. Ja, aber jetzt mal vor allem mehr. Weil die anderen sind ja noch nicht so ausgewachsen. Naja, Ja, das da auch. könnt ihr lesen, welche Legenden es gibt, ein paar Statistiken sind drin, welche Transfers werden getätigt. Alles Das hat Arsch. er immer am neuesten Stand. Beziehungsweise ihr seht auch Änderungen, könnt ihr euch mit anschauen, was es so Neues gibt. Ihr könnt. Oh. Schön. Fehler ausgenutzt. Außerdem könnt ihr euer Feedback geben. Hat schon einer gemacht? Ja, vielen Dann Dank. lieber. Auf diesem Wege. Ja, vielen Dank, lieber FIFA-Junkie. Vielen Dank, lieber Bayern München, für das Tor. Bitte gerne. Ja, Bayern wird jetzt dann wohl das erfolgreichste Team sein, nachdem Ajax Baba gegangen ist. Erinnere mich Ja, nicht Wahnsinn. dran. Ajax, das einzige Team ohne Punkte, unfassbar. Ja, genau Ajax, Alter. Ich glaube, mit Man denen muss sagen, hätte. alle haben sich eigentlich aus der Schlinge gezogen in der letzten Runde. Ja. Aber es tut auch mir weh, muss ich sagen. Ich verliere einen meiner Lieblingsgegner. Oh. Schon. Na, was glaubst du, wie mir das wehtut? Ich glaube, da wäre jeder, mein okay, nicht jede Mannschaft, aber da wäre mir egal gewesen, Gladbach, da wäre mir egal gewesen, ich weiß nicht was für Mannschaften. Aber Ajax, dass die jetzt drei Saisonen weg sind.
unfassbar. Ich dachte, drei sind sie noch. Zwei. Das heißt, Saison 5. Also Saison 5 und 6? Und in der 7. Saison. Dann könntest du sie theoretisch nehmen. Ah, okay. Und ich habe keine Ahnung, aber wie es dazu kommen konnte. Aha. Man hat sich eigentlich gut verstärkt. Aber ich muss auch sagen, generell, dass diese CL sehr unruhig von mir gespielt wurde. Sehr agromäßig, wie einige sagen würden. Wo ich mir sicher selber auch viel verbaut habe. Ja, für ihn ist es das letzte Turnier hier. Arjen Robben. Außer er kehrt einmal als Legende zurück. Auch bei mir auf der Seite habe ich gerade vorhin überlegt schon, puh, da wird die Mannschaft ordentlich geschwächt auf dieser Position. Da hat er sich gerade ausgezeichnet, Garcias. Der ist auch weg? Nein. Mhm. Musst du ja aufhören. Noch mehr zum Fakt. Achso, hat er jetzt auf... Okay, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Da muss er gezwungenerweise. Ich dachte, dass er auf Reha ist und schaut, dass er zurückkommt noch. Nein, gezwungenerweise muss er. Okay. Am Anfang haben sie gesagt, aber dann... Aber wir werden generell sehen, wer dann auch noch hinausfallen wird. Ein paar Namen weiß ich, unter anderem Brahimi. Auch auf der Position wird er fehlen. Ah, das gibt's ja nicht. Wie viele Chancen braucht man noch? Rückhalt. Was ich noch nicht so rausgefunden habe bei diesem Forum ist, ob man diesen Live-Ticker noch haben werden, auch zu den Trainern, so wie bei den Live-Chats. Warum nicht? Ob es das gibt oder ob es das nur übers Mail-System gibt, was man immer wieder aktualisieren muss. Ah, nein, Blödsinn, das ist... Ah nein, man kann ja so wie im Forum was reinschreiben. Glaube ich, was dann nur für uns sichtbar ist, oder? So Taktiken und so weiter. Naja, Taktiken von der Mannschaft musst du über Mail schreiben. Also über Nachrichten. Ja, so wie bei uns die Transfers-Infos sind und so weiter, die nicht gleich sichtbar sind. Weil sonst kann es ja jeder lesen. Mhm. Also von uns jetzt. Ja. Ja. Porto, eigentlich eine Chance gehabt, einen Fehler, den gleich ausgenutzt. Sonst eigentlich, muss man sagen... Ist man nur hinten drin. Ja, wo ich echt gedacht habe, diesmal ist es vorbei, entweder mit Gladbach oder mit Tottenham. Ehrlich gesagt. Ajax. Ja, Tottenham hat eigentlich auch lang gezittert.
Ja, aber die haben jetzt, glaube ich, sogar einen Sieg eingefahren. Oder war das Ja, unentschieden? alle haben einen Sieg eingefahren. Gladbach auch? Alle, die mit 0 Punkte. Und Gladbach hat Liverpool besiegt. Ah, Oh ja, Gott, genau. wenn man sich an das nicht erinnern kann. Oh mein Gott, ja. Wahnsinn! Wahnsinn! Hölle, Hölle, Hölle. Na gut, einer wird kommen. Er trauert mit Ajax mit. Dort eigentlich groß rausgekommen. Dann bin ich direkt zu Porto gegangen. Und dort eigentlich. Da war ich nur der Joker auf der Bank. Boah, der war schön. Oh. Boah, der Pass war Zucker. Boah. Mal kannst du sowas nicht überraschen. Er freut sich, wenn er sowas sieht. Ja. Ja, Bayern eigentlich ganz stark. Zweimal schon im Finale gestanden von 4 Turnieren. Ah, schade. Also eigentlich von 3 abgeschlossen. Und sagen, so könnte ja ein drittes Mal jetzt auch passieren. Ja, zum Titel hat es leider trotzdem nicht gereicht noch. Ups. Mal schauen, ob man sich hier vielleicht den Gruppensieg jetzt holen kann. Aber dazu braucht es noch Punkte, weil sonst gibt es hier wirklich eine große Überraschung. Wer holt sich's dann sonst? Salzburg. Salz? Oh mein Gott. 9 Punkte. Ja, die haben ja eine starke Leistung auch abgeliefert, muss man sagen. Ja, man muss auch sagen, wenn Porto hier gewinnt, ist Marseille auch wieder raus. Und das ist natürlich für den Trainer nicht so gut. Schön, sehr best. Wie ist der Gott? Zwacker! Alter. Oh, schon. Oh, ich glaube, wenn er sich da fallen hätte lassen. So einer ist er Hätte er nicht. pfiffen. Ja, genau, nicht so einer wie du. Deine Ausbildung. Oder? Oder? Der Czerny zeigt sofort, wie er es bei dir gelernt hat. Wow, der war auch schon. Oh, Silvio, gegen Pepe.
Oh. Ja. Nein, wie bitte? Nicht wegbracht den Ball. Nein. Ach, James. Zehnter. Schön, was sich da vergesamt. Ja, aber den Ball auch noch gut von Fangame erobert, muss man auch sagen. Hast du es von Alexan gelesen? Was denn? Alexan ist jetzt offiziell ein Chinese. Hat der Staatsbürgerschaft angefangen? Oh, schön Hummels. Ich bin gespannt, wie viele Spieler wir quasi ersetzen müssen und wie viele nicht und so weiter. Und Achso, ja, und weil jetzt hat der Chinese, Nationaltrainer, ihn einberufen, ins Nationalteam. Jetzt ist er Staatsbürger. Und jetzt heißt er Eikessen. Nicht Okay. Ericsson, sondern Eikessen. Läuft, Er läuft ist der hier. erste Nicht-Chinese in meiner Nominierung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war, oh mein Gott. Wahnsinn. Ja, damit verpasst Porto. Und Bayern den Platz an die Spitze. Gratulationen gehen raus an Salzburg. Ja, für Salzburg ist das natürlich top, dass sie aufsteigen. Da ist, glaube ich, der Platz 1 nicht so wichtig gewesen. Hauptsache mal weiterkommen. Aber ich sage einmal, Salzburg, das hat sich schon im vorherigen Turnier ein bisschen gezeichnet. Ja. Weil die immer besser ins Spiel gekommen sind.